أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ليبه جشفستر إم إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bevor wir die Sitzung durchsetzen werden, gab es vorige Woche eine Bemerkung, als ich den Satz in deutscher Sprache gelesen habe, habe ich schon also den Vers in Arabisch nicht gefunden. Deshalb habe ich schon gesagt, dass wir am Anfang diese Sitzung noch den Paragraph zurückkehren werden. Der Satz war in arabischer Sprache ein Vers von Surat al-Isra, wobei Allah im Arabisch gesagt hat: وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ومأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. Dieser Vers in deutscher Sprache so formuliert laut Abdullah Samad und Nadim Ilyas: Wen Allah recht leitet, der ist in Wahrheit richtig geleitet. Wen er, Allah, aber in der Irre gehen lässt, für diejenigen wirst du außer ihm, außer Allah, keine Schutzherren finden. Und wir sie am Tag der Auferstehung auf ihren Gesichtern versammeln. Sie wandeln vor sich hin, blind, stumm, taub. Ihr Zufluchtsort ist die Hölle. Jedes Mal, wenn sie schwächer wird, mehren wir ihnen die Feuergelüt. Das war also den Satz, die ich vorige Woche den arabische Übersetzung nicht gefunden habe, dann ist also danach im Text gekommen ist, so ist die wahre Richtleitung von Allah subhanahu wa ta'ala, und der Diener empfängt der Richtleitung und der Diener empfängt die wahre Richtleitung. Das Geben der Richtleitung ist nicht wie das Empfänger der Richtleitung. Und so leitet Allah subhanahu wa ta'ala auch Irre, wenn er will. Und folglich kann der Diener ein wahrhaftig Irregehender sein. Auf diese Weise verhält sich Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf seiner Diener. Wer die Tat und das Beeinflussen dem Diener zuschreibt, wird zum Glaubensverweigerer, und wer sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala beeinflusst wird, wird zum Glaubensverweigerer. Wer dem Schöpfer die Tat zuschreibt und den Geschöpfen das beeinflusst sein, ist ein wahrer Gläubiger. Das war also, was die Korrektur für den letzten Absatz vorige Woche. Wir beginnen heute mit einer wichtigen Frage. Wie können wir auf folgende Fragen antworten? Ist es nicht möglich, dass Allah all seine Diener zu gläubigen, richtgeleiteten und gehorsamen Dienen macht, weil er dies liebt? Das ist also eine wichtige Frage, und wir versuchen jetzt auf diese Frage die wichtige Antwort zu geben. Allah, doch, er ist fähig, dies zu tun,
wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran gesagt hat. Also es gibt ein langes Zitat, nur ein Vers, aber langer Vers. In Arabisch, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Also die Übersetzung in arabische Sprache, in deutsche Sprache. Und wir haben zu dir das Buch mit den Wahrheit hinabgesandt, das zu bestätigen, was von dem Buch vor ihm offenbart war und alles wichtiger darüber. So richte er zwischen ihnen nach dem, was Allah als Offenbarung herabgesandet hat, und folge nicht ihren Neigungen entgegen dem, was dir von der Wahrheit zugekommen ist. Für jeden von euch haben wir ein Gesetz und einen deutlichen Weg festgelegt. Und wen Allah sollte, hätte er euch wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber es ist so, damit er euch in dem, was er euch gegeben hat, prüfe. So wetteifert nach den guten Dingen zu Allah, wird eure aller Rückkehr zu sein, Rückkehr sein. Und dann wird er euch kundtun, worüber ihr uneinig zu sein gepflegt. Das ist Surat Al-Ma'ida, also 5. Sura, Vers 48. Es gibt noch ein Vers, die in Surat Yunus in Arabisch gesagt, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Die Übersetzung in Deutsch: Und wenn dein Herr wollte, würden fürwahr alle auf der Erde zusammen gläubig werden. Willst du etwa die Menschen dazu zwingen, gläubig zu werden? Das ist Surat Yunus, Surat Nummer 10, Vers 99. Es gibt noch viele Ayat, aber es reicht diese beiden Versen. Dann sage ich weiter, aber das, was Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen tut, ist das Ergebnis seiner Weisheit und das Zeichen seiner Herrschaft, Rububiyya, also Göttlichkeit, Ayat, Versen, sowie seiner ist die Aussage von jedem, der sagt, warum sind Allahs Diener gehorsam und ungehorsam, wie die Aussage, warum gehören zu seinen Namen der Schaden zufügende, also Abdara, Arabisch, der Vorteilbringende, also Vorteilbringende, Arabisch, An-Nafi', der Geber, also Arabisch Al-Mudir, Al-Mu'ti, der Nehmer, alles
Annami, also der Erniedriger, Al-Mani', also Al-Mani', also Al-Hafiz, der Erhöher, Ar-Rafi', also der Erhöher, Rafi', das Gegenteil, der Gewährer, Al-Mun'im, also der Rischer, also Rischer, also Deutsch, also Arabisch, Al-Hafiz, Al-Hafiz, der, ja, der Rischer, Al-Aqim, Al-Muntaqim und so weiter. Dies ist so, weil seine Taten Voraussetzungen für seine Namen sowie Effekte seiner Eigenschaften sind. Dementsprechend ist ein Einwand gegen seine Taten ein Einwand, ein Einwand gegen seine Namen und und Eigenschaften, ja, gegen seine Einzigkeit und Göttlichkeit. Es gibt ein Vers in arabische Sprache lautet: فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Das ist sinngemäß in deutscher Sprache: Preise sei Allah, dem Herrn des Throns. Erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Er wird nicht befragt nach dem, was er tut. Sie aber werden befragt. Das ist Sura 21, Vers 22, 23. Dann ist jetzt dieser Absatz beendet. Jetzt gibt noch eine Frage. Wie ist die Stellung des Glaubens an die Vorbestimmung in der Religion? Also, der Iman an die Vorbestimmung regelt den Arabisch Tauhid genauso wie der Iman an die Mittel, also Mittel, der Glaube an die Mittel, die zur guten Vorbestimmung führen und die deren Übel abgehalten. Den Schara, also Scharia, Gesetzgebung regelt. Gesetzgebung regelt. Wie auch immer, die Sache der Religion kann nicht intakt und perfekt sein, ohne den Iman an die Vorbestimmung und das Befolgen Schar, Gesetzgebung, Schar, nicht Schar, Schar, der Schar, Gesetzgebung. O Gesandter Allahs, warum ergeht denn nicht in unserer Schicksal, dass auf der wohlverwahrten Tafel geschrieben steht, und beachten das Handeln nicht. Er, also subhanahu wa ta'ala, antwortet: Wer zu den Glücklichen gehört, der wird guten tun, Gutes tun. Wer aber zu den unglücklich gehört, der wird Böses tun, handelt. Jedem ist der Weg leicht gemacht worden, den Glücklichen
werde der Weg zum guten Werk erleichtert und dem Unglücklichen werde der Weg zum schlechten Werk erleichtert. Dieser Hadith ist in Sahih al-Bukhari und Sahih Muslim und reflektiert, was wir über Bestimmung und die Beziehung mit Allah für die Taten der Menschen. Demnach hat derjenige, der die Vorbestimmung leugnet und behauptet, dass die Vorbestimmung gegen den Glauben sei, das Wissen und die Macht Allahs subhanahu wa ta'ala abgeschrieben und erklärt, dass der Diener selbstständig sei und seine Taten selbst erschaffe. Infolgedessen stellte der Erhabene Allah ta'ala andere Anbetungswürdige zur Seite und bestätigt, dass alle Kreaturen, wer auch immer dies bestätigt, als ein Argument gegen den Glauben und die Fähigkeit sowie das Recht zu wählen, negiert, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm, Diener gegeben und womit er ihn beauftragt hat. Dass Allah subhanahu wa ta'ala seine Diener mit etwas beauftragt hat, was sie nicht leisten können, wie die Beauftragung eines Blinden mit der Zeichensetzung des Mushaf, des Koran, das aufgeschriebene Wort Allah, also heißt Arabisch Mushaf, während er dies tut, schreibt Allah subhanahu wa ta'ala Unrecht zu und hat auf diesem Weg Iblis, also das ist also von Jinn, also der Chef der Jinn, Iblis, verflucht ist er von Allah als Führer genommen, der sagte, Allah ta'ala hat das im Koran erläutert, als er Arabisch gesagt hat, قال فبما also der Iblis قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Darum, dass du mich in Verirrung hast fallen lassen, werde ich ihnen, also deine Diener, ganz gewiss auf deinen geraden Weg auflauern. Das ist Surat Al-A'raf, Sura 7, Vers 16. Die wahren Gläubigen glauben an die Vorbestimmung im Guten und im Schlechten und dass Allah subhanahu wa ta'ala der Schöpfer von allem ist. Sie folgen der Scharia, also Gesetzgebung, in seinen Geboten und seinen Verboten. Sie urteilen für sich selbst mit der Scharia im Geheimen und im Öffentlichen. Sie glauben, dass Richtleitung und Irreleitung in den Händen Allahs sind, der durch seine Güte leitet, wenn er will, und mit seiner Gerechtigkeit irreleitet, wenn er will. Er kennt am besten den Ort seiner Güte und den Ort seiner Gerechtigkeit. Also so hat Allah im Koran ausgedruckt, als er Arabisch gesagt hat, huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Also gewiss, er kennt sehr wohl, wer von seinem Weg abirrt, und er kennt sehr wohl die richtige Leiteten. Das ist Surat An-Najm, Surat 53, also das ist Vers 30. Also der Hadith oben war von Al-Bukhari und Muslim
deutlicher dafür. Allah subhanahu wa ta'ala hat in all dies seine vollkommene Weisheit und sein dauerhaftes Argument gelegt. Und zur genauso, dass die Belohnung und Bestrafung abhängig sind von Befolgen des Schara im Handel. Schara, also die Koran und Sunna Handel. Und sie sind abhängig von der Vorbestimmung im Lassen. Doch sie trösten sich mit der Vorbestimmung im Unglück, und wenn ihnen Gutes gegeben wird, schreiben sie es dem Beschützer zu und sagen. In Arabisch, Koran, also Alhamdulillah, alladhi hadana lihada, wama kunna linahtadiya adha, wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. In Deutsch übersetzt, alles Lob gehört Allah, der uns hierher geleitet hat. Wir hätten unmöglich die Richtleitung gefunden, wenn uns Allah nicht richtig geleitet hätte. Das ist Surat Al-A'raf, Surat Nummer 7, Vers 3 und 40, was der Koran sagt. Auf Arabisch hat Allah gesagt, إنما أوتيته على علم عندي. Es ist mir nur gegeben worden aufgrund von Wissen, das ich besitze, das ich besitze. Das ist Sura 28, Vers 78. Jetzt also, wenn Sie eine Sünde begehen, sagen Sie, wie der Koran das beschrieben hat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Irrung hast fallen lassen. Also, mein Herr, darum, dass du mich in Verehrung hast fallen lassen. Rabbana bima aghwaytani. Also, wenn sie von einem Unglück getroffen werden, sagen sie, in Arabisch, wie der Koran das erklärt hat, قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Das ist Surat Al-Baqarah, zweite Sura im Koran, Vers 156. Und sie sagen nicht, wie die Glaubensverweigerer, also wie Allah das im Koran betont hat und uns darauf aufmerksam gemacht hat. Arabisch, وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. Ich werde also die Übersetzung in Deutsch
sagen und meine Kommentare dazu erklären, bevor wir die Sitzung beenden. Also, und von ihren Brüdern, wenn sie im Lande umhergereist sind oder sich auf einem Kriegszug befunden haben, sagen, wenn sie bei uns geblieben wären, wären sie nicht gestorben und nicht getötet worden, damit Allah dies zu einer grammvollen Reue in ihrem Herzen mache. Allah macht lebendig und lässt sterben, und was ihr tut, sieht Allah wohl. Also die Heuchler, also im Schlacht von Uhud, wollten nicht also die Muslime im Schlacht im, gegen, also gegen den Haidana gehen lassen. Ist Abdullah ibn Ubay ibn Salul, also der Führer der Munafiqin, der Heuchler, mit ein Drittel der Muslime nach Medina zurückgekehrt und behauptet, alles viele von Muslimen in dieser Schlacht Märtyrer geworden sind, sagte, wenn sie unserer Rat gefolgt und nicht zum Schlacht gegangen, dann hätte sie also nicht getötet. Er weiß nicht, also dass der Tod von trifft der Mensch, egal ob er in einer Schlacht oder zu Hause ist. Deshalb hat Allah diesen Vers nach dem Schlacht von Uhud herabgesandet wurde. Nochmal lesen wir: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا الله يحيي ويميت والله بما تعملون خبير. Das war also die Richtung auf das, was die Heuchler mit Abdullah ibn Ubay ibn Salul gesagt haben. Also der Tod trifft den Mensch in seiner Zeit. Also wird nicht von einer Schlacht abhängig oder dass der Mensch zu Hause ist oder irgendwo geht. Also wenn der Tod vorgeschrieben, dann kommt in seiner Zeit und seine Ursache, wo der Mensch steht, ob er also gegen den Feind kämpft oder ob er auf sein Bett zu Hause ist. Ich hoffe, dass wir das richtig verstanden haben, und bis zum nächsten Mal auf Wiederhören. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.